Da ist er, der zweite Neuzugang von Preußen Münster, Mirkan Aydi, 29 Jahre, geboren in Hattingen, Stürmer, das verspricht einiges. Wir wollen ihn mal fragen, wieso Münster und nicht woanders in der dritten Liga gelandet? Münster, ja, ist immer noch ein klangvoller Name, würde ich sagen. Und nicht sehr weit von der Heimat. Ich denke, ja, gerade mein Sohn wird es freuen und meine Frau, wenn ich dann in der Nähe bin und wenn die Familie dann auch mal vorbeischauen kann. Das war so mit der Hauptgrund. Otto Rehagel, hat es ja immer gefreut, wenn Spieler verheiratet waren, in festen Händen waren und nicht viel Unsinn gemacht haben in der Freizeit. Wie sieht das bei dir aus? Du hast in Bochum gespielt, zweite Liga, du hast jetzt warst in der Türkei und zuletzt hast du gespielt in Dalkurd, FF, schwedische zweite Liga. Da ist die Saison allerdings schon beendet seit November. Wie bist du in Form und erzähl mal kurz, wie der Stand der Dinge ist. Ja, ich bin halt voll im Saft, habe eine ganze Saison durchgespielt, saisonübergreifend über 40 Spiele auch gemacht, keine Sommerpause gehabt, jetzt habe ich mich gut erholt, war auch jetzt in Österreich, da habe da auch ein bisschen trainiert. Also ich bin halt voll im Saft, kann auch sofort helfen und ja, ich freue mich einfach auf die neue Herausforderung. Wenn es in Münster gut läuft, kommt Adriano Grimaldi zurück, Tobias Waschewski, 18-jähriges Talent, Sturmtalent. Vielleicht kommt sogar noch Kobylanski aus Danzig. Hat man da so ein bisschen Manschetten oder ein bisschen Respekt vor der Konkurrenz? Ja, Respekt vor der Konkurrenz immer, klar. Aber ich habe schon einiges erlebt in meiner Karriere und mit einigen Spielern auch zusammengespielt. Und ich denke, ja, gerade im Offensivbereich bin ich sehr, sehr flexibel einsetzbar. Ich muss jetzt nicht ganz vorne in der Spitze spielen, kann hängend spielen, kann auf den Flügeln eingesetzt werden. Von daher, ja, mache ich mir da nicht so viele Gedanken und will einfach nur helfen. Morgen ist Trainingsstart. Benno Müllmann ist der Trainer. Kennst du ihn? Hast du schon mal mit ihm Kontakt gehabt? Ja, der erste Kontakt kam natürlich ja auch durch den Trainer dann auch zustande und war von Anfang an sehr, sehr positiv. Und deswegen haben wir das auch ja, sehr zeitnah dann auch fix gemacht gehabt. Mit der Unterschrift hat es jetzt ein bisschen gedauert, wegen den Feiertagen natürlich, aber der Eindruck war, ich denke, von beiden Seiten sehr positiv. Dein Ziel hier mit Preußen Münster ist, du hast, glaube ich, erstmal einen Vertrag nur bis zum Saisonende, aber du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, länger zu bleiben? Ja, natürlich, das ist immer die Idee. Aber ich habe genug Selbstvertrauen, um zu sagen, in den 6 Monaten kann ich mich so weit zeigen, dass das auch was Langfristiges werden kann. Und ja, jetzt mit den Zielen, mit Vereinen sollten wir so schnell wie möglich in ruhigeres Fahrwasser kommen und dann, ja, ich denke mal, eine gute Vorbereitung auf die nächste Saison sollte das werden, die Rückrunde. Letzte Frage ist, morgen ist Trainingsstart, also am Dienstag ist Trainingsstart bei den Preußen. Welche Trikotnummer wünschst du dir und welche Trikotnummer bekommst du? Die 9 war frei und als klassischer Stürmer habe ich mir die dann auch direkt geschnappt. Ja, muss man als Stürmer auch mal Farbe bekennen und ja, ich denke, dann weiß jeder auch, woran er ist. Dann ist die letzte Frage natürlich, 19 Spiele stehen noch an, glaube ich, 19 oder 18. Wie viele Tore werden wir von Mirkan Aydi noch sehen in dieser Saison? Ja, so viele wie möglich. Ich will mir da jetzt keine Ziele setzen. Klar, da gehört immer auch ein funktionierendes Team dazu und ich denke, wenn wir als Team funktionieren, dann wird der Stürmer auch seine Tore machen. Dann viel Spaß, viel Glück in Münster und guten Start. Dankeschön.